Aber Mama, ich mag morgen nicht in die Schule gehen. Seit Markus nicht mehr mit mir läuft, ist das komisch. Und außerdem, was soll ich machen, wenn ich mal hinfalle oder mir mal etwas passiert? Paul, du brauchst doch keine Angst haben. Dein Schutzengel passt doch immer auf dich auf. Aber Mama, den habe ich noch nie auf meinem Schulweg gesehen. Mach dir keine Sorgen. Der fliegt immer hinter dir her und passt auf dich auf. Mama, das bringt ja gar nichts, wenn der hinter mir fliegt. Wie soll der mir dann helfen? Der kann doch auch nur zugucken, wie ich hinfalle. Der Schutzengel ist nicht da. Bestimmt hat er verschlafen. Na toll, ich habe es ja gesagt. Ich fall hin und kein Schutzengel weit und breit. Alles in Ordnung? Komm, setz dich erstmal. Wo ist eigentlich deine Mutter? Soll ich sie anrufen? Hallo? Hier ist die Bäckerei in der Nähe von der Schule. Ihr Sohn ist hier hingefallen. Könnten Sie ihn vielleicht abholen kommen? Genau genommen hattest du sogar zwei Schutzengel. Als du hingefallen bist, wärst du fast auf die Straße gestolpert. Und außerdem, schau mal da am Schaufenster. Siehst du? Zwei Schutzengel, deiner und der bei uns. Ich hatte recht. Vor dem Hinfall hat mich mein Schutzengel nicht gerettet. Aber es waren sogar zwei Schutzengel da. Und es gibt noch viel mehr davon.